einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen. Um was geht's heute, Neuer, Lori? Um was geht's heute, Alter? Um meine Lippe. Richtig. Und zwar, ich habe letztens ein Video gesehen von jemandem hier aus der Umgebung, der ein Video gedreht hat in einem verlassenen Haus. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er es genau betitelt hat. Ich blende es euch einfach kurz hier ein. Das ist keine Kinderpflege, irgendwas. Und auf jeden Fall habe ich diesen Ort gefunden. Und ich bin auch hier gerade vor diesem Gebäude. Und es ist irgendwie doch nicht so gruselig, wie es in dem Video von denen war. Wie bitte? Also, von hinten wird mir, von der Regie wurde mir gerade gesagt, das ist gar nicht gruselig. Finde ich auch so. Und ich würde sagen, wir schauen da mal rein. Also im Video wurde einfach durchs Fenster gegangen, aber wir machen es natürlich auf humane Weise und gehen an die Tür und klingeln, würde ich sagen. Man sieht wirklich 100%, dass da noch jemand drin wohnt. Deswegen an der Stelle gerade in den Nagel getreten. Ey, wir hatten seinen Garten nicht gemacht. Finde ich sehr respektlos, einfach bei jemandem durchs Fenster zu gehen. So, jetzt müssen wir erstmal die Klingel suchen. Da. Oh, wer klingelt denn da schon wieder? Ja, hallo, mir geht's sehr gut, danke. Freut mich! Guck mal, was ich kann! Schön, oder? Hörst du das? Was führt dich denn hierher, mein lieber Junge? Ja, also ich wollte mal Ihr Haus besichtigen, wenn es denn möglich wäre. Hier ist es etwas laut. Ich möchte nicht so schreien, dürfte ich reinkommen? Du willst in meine Wohnung? Na dann komm herein. Ach, danke schön. Aber langsam, ist ganz unordentlich heute. Ja? Okay. Komm, hier geht's hoch. Ich war gerade nämlich am Kochen. Okay? Und hast du Hunger mitgebracht? Ich hab schon gegessen. Also ich hab wirklich nicht mehr so sehr Hunger. Komm, ich hab was für dich mitgekocht. Spaghetti Kapuschimmel und einmal Nagel Kapuschimmel. Gut. So, jetzt geht's in meine Badewanne rum. Wie man in der heutigen Jugend sagt. Komm mit. Super. Hier geht's die Treppe hoch. Vorsicht, hier wird gerade renoviert. Vorsicht, ja? Ganz langsam. Was ist mit dir? Das ist doch arschgefährlich, Alter. Was ist denn mit dir im Haus? Hier wird renoviert oder was? Dicker, was ist mit dir los, Alter? Ah, super, du bist schon groß. So. Also, hier ist mein Obergeschoss. Hier geht's in meinen Badewannenraum. So, hereinspazieren in die gute Stube. Alter, das ist Pilz. Nein, das ist kein Pilz. Das ist Hornhaut von meinem Fuß. Hier mache ich mich immer sauber. Okay. Super. Also hier geht's zum Dachboden. Den möchte ich jetzt aber nicht zeigen, weil das Haus ist schon etwas älter und es kann natürlich einstürzen. So. Hier ein bestes Beispiel dafür, dass das Haus schon sehr alt ist. Digga, wenn da jetzt eine runtergefallen wäre, ne? Es kann einstürzen, was natürlich dazu verhilft, dass man Junge, was das nur kann, komm, wenn man zurück hier wohnt. Jetzt. Hör doch auf, bitte komm nicht zurück. Nachmachen, okay? Super. Besser ist es. Einwandfrei. So.
Und weiter geht's in meine weiteren Räume so. Was soll ich großartig sagen? Ich zahle hier sehr wenig. Hier habe ich immer meine Kinder eingesperrt. Da steht eine Chupa Chups Ding, Alter. Sieht man das? Genau, hier. Das hier ist ein Loch. Da kannst du so in einen anderen Raum reinschauen. Hier muss eigentlich ein Fernseher rein. So, aber konnte ich mir nicht leisten, deswegen habe ich die Wand durchgebrochen. Und wenn ich da hinten immer die Ratten laufen sehe, ist das für mich wie ein Fernseher. Okay, okay. Oh, ja, es sieht ja trotzdem sehr, sehr, sehr wohnlich hier aus, muss ich wirklich sagen. Ja, doch, sehr, sehr schön, ja. So. Kann ich dir denn noch irgendwas zeigen? Ja, also, nee, danke, ich habe ehrlich gesagt genug. Ja gut, wenn das alles für dich war, dann komm doch wieder mit runter. Aber wie gesagt, sehr langsam bitte. Das ist nichts für weiche Knie. So, einwandfrei. Super, nun, Julia. Genau, hier geht's raus in meinen Garten. Vielleicht kann ich euch aber anders mal noch was zeigen, weil meine Kinder haben da hinten ein bisschen an ein Haus rangemalt und einen schönen Stuhl gebaut, eine Giraffe und so weiter. Das zeige ich aber in dem nächsten Video, ne? So, alles klar. Na komm, ich bringe dich noch zur Tür. Komm mit. So, offen ist ja noch. Deswegen würde ich sagen, ja, schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank, ne? Und bis zum... Wo bist du? Bist du? Hallo? Bisschen auf Vlog-mäßig. Auf bisschen Vlog-mäßig mache ich das jetzt. Auf ein bisschen Vlog-mäßig hier, ein bisschen angelehnt. Leute, tut das nicht nachmachen, das ist bisschen auch eigene Gefahr von mir gewesen und ich möchte es hier niemandem raten. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen an der Stelle. Lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch denn gefallen hat. Ja, was soll ich dazu noch sagen an der Stelle? Auf Wiedersehen, Allah!